die Änderungen schaue, auf die Änderungen. Anstoß zur zweiten Spielhälfte, jetzt dem Fußballländerkampf zwischen Deutschland und Schweden. Die Schweden im Angriff, das war Ove Gran. Es gab zwei Umstellungen bei den Schweden. Anstelle von Hellström wurde Sven Gunnar Larsson ins Tor gestellt, also ein anderer Tormann jetzt bei den Schweden. Und dann habe ich gesehen, dass Sten Paulsson ins Spiel gekommen ist, und zwar mit der Nummer 15 anstelle von Inge Eiderstedt mit der Nummer 10. Nein, die Nummer 15, Paulsson, kam anstelle von der Nummer 8 von Ove Cindvall. Cindvall war ja nicht ganz fit in dieses Match gegangen. Jetzt Gerd Müller, also noch einmal bei den Schweden, Sven Gunnar Larsson jetzt im Tor und Paulsson anstelle von Cindvall. Die Deutschen, soweit ich das im Augenblick überblicke, mit der gleichen Aufstellung wie in den ersten 45 Minuten. Das ist Eiderstedt. Gran. Lobenswert, immerhin der Versuch, hier sofort zu schießen. Hier Ove Gran von Grasshoppers Zürich, einer der Legionäre in der schwedischen Mannschaft. Den Schweden fehlt ja heute Ralf Edström und ihnen fehlt auch Nordqvist. Beide spielen bei BSV Eindhoven im holländischen Cup. Vogt. Grabowski. Günter Netzer. Günter Netzer bisher nicht die spieltragende Erscheinung bei den Deutschen. Er kann die Forderung, die man an ihn gestellt hat, hier Regisseur zu sein, nicht erfüllen. Zumindest nicht in den ersten 45 Minuten. Da war Beckenbauer als Libero spielgestaltender als Günter Netzer im Mittelfeld. Und da war vor allem Uli Hoeneß, den Sie jetzt wieder am Ball sehen, die treibende Kraft im deutschen Spiel. In einem Spiel, das nicht so gelingt wie etwa das Match gegen die Ungarn. Aber das kann sich ja noch ändern. Jetzt Uli Hoeneß. Kuhlmann für Breitner. Und sicher ist sicher Jan Olsson zur Ecke abgewehrt. Eckball für die Deutschen. Da ist Sven Gunnar Larsson nicht richtig gesprungen bei diesem Eckball. Jupp Heynckes jetzt, Breitner, das müsste Hoeneß noch erreichen. Jawohl, Hoeneß. Und wieder nicht so sicher. Larsson und Nachschuss von Netzer. Jetzt hat Sven Gunnar Larsson den Ball gebändigt. Jedenfalls Ronny Hellström in den ersten 45 Minuten viel sicherer als jetzt in der Anfangsphase. Sein Ersatzmann Larsson, dem Ovi Eriksson eben auch eine Chance geben wollte, so wie der Nummer 15, wie Paulsson. Paulsson war der stärkste schwedische Angreifer im Trainingslager auf Sizilien. Er hat dort die meisten Tore geschossen. Und man hat sich eigentlich gewundert, dass er nicht von Anfang an eine Chance bekommen hat.
Conny Thorstensson. Kran wieder. Er spielt gegen Netzer erfolgreich und findet immer wieder Zeit, gefährliche Gegenattacken der Schweden einzuleiten. Tapper jetzt wieder für Kran. Beckenbauer hat attackiert, während Netzer zugesehen hat. Jetzt Günther Netzer, Beckenbauer, Müller. Gerd Müller, Hoeneß, Schuss von Hoeneß und knapper Fehlschuss, der Ball wurde noch abgefälscht, daher Eckball, der fünfte, wenn ich richtig mitgezählt habe, hier die Wiederholung, Uli Hoeneß und der Ball wird von Musse Larsson abgefälscht, Eckball schon ausgeführt und Tor! Tor und ich glaube, der Torschütze war nicht Uli Hoeneß, so wie es ausgesehen hat. Ich glaube, Hoeneß hat den Ball gar nicht mehr berührt, sondern Jupp Heynckes. Schauen wir uns das noch einmal an. Ja, als Torschütze müsste hier Jupp Heynckes fungieren. Meines Erachtens nach hat Hoeneß den Ball nicht mehr mit seinen blonden Haaren berührt. Jedenfalls 1:0 für die deutsche Mannschaft. Und zwar in der 50. Minute, 1:0, Torschütze für mich, Jupp Heynckes. Das dürfte das Startsignal für eine bessere deutsche Mannschaft sein, für eine Mannschaft, die etwas zaghaft, etwas unsicher begonnen hat, die aber in Ansätzen gezeigt hat, dass sie einfach Weltklasse ist. Beckenbauer. Beckenbauer für Müller. Als offizieller Torschütze wird Uli Hoeneß hier aufgezogen. Ich bleibe dabei. Jupp Heynckes. Beide haben sich als Torschützen gefreut. Sie haben es ja genau gesehen. Der Schuss kam aus halb linker Position. Heynckes hatte geschossen. Und Hoeneß vielleicht berührt. Für mich hat er den Ball keine Fälschung mehr gegeben. Und Paul Breitner hat diesen Angriff nicht richtig abschließen können. Man wird wahrscheinlich Zeitlupenstudien brauchen, Filme brauchen aus allen Perspektiven, um hier klar feststellen zu können, ob eben Uli Hoeneß noch berührt hat oder nicht. Jedenfalls der Torschuss, der entscheidende Torschuss kam von Jupp Heynckes, von jenem Mann, der in der 27. Minute anstelle des verletzten Krämers ins Spiel gekommen ist. Hier jetzt Helmut Schön, die Betreuerbank der Deutschen. Noch ist Helmut Schön nicht ganz zufrieden, aber doch etwas erleichtert. Uli Hoeneß.